Wir haben uns hier zurückgezogen nach Bad Brückenau, um eine Schlichtung durchzuführen für die Bereiche von Erzieherinnen und Erziehern, von Sozialarbeitern und von dem Personal in Behinderteneinrichtungen. Die Tarifverhandlungen waren ja zu einem toten Punkt gelangt, sodass die Tarifparteien uns, die beiden Schlichter, um Mithilfe gebeten haben, eine Schlichtungskommission zu leiten, die jetzt 4 Tage hier in Bad Brückenau getagt hat. Wir sind zu einem Ergebnis gekommen, zu einem positiven Ergebnis, das Ihnen in Form dieses Papiers vorliegt. Kurz zusammengefasst geht es um die Eingruppierung verschiedener Bereiche für die Erziehungsberufe, die mit einer auch gehaltlichen Aufbesserung dann verbunden sind. Das gilt sowohl für Erzieherinnen und Erzieher als auch für Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger. Dasselbe gilt dann auch für die Leiter und Leiterinnen von Kindertagesstätte sowie deren Vertreter. Die entsprechenden Eurobeträge haben Sie daraus entnommen. Wir haben auch Erhöhungen im Bereich der Sozialarbeiter vorgenommen und für die Behindertenhilfe. Insgesamt war es eine schwierige Schlichtung angesichts der Ausgangslage. Wir freuen uns, dass es, wenn ich sage wir, Kollege Schmalschig und ich, dass es uns gelungen ist, einen einvernehmlichen Schlichterspruch hinzubekommen, der jetzt an die Tarifparteien geht zur Weiterverhandlung. Wir haben die Nächte durchgetagt. Wir haben den Parteien etwas zumuten müssen. Nicht all das, was sie sich erhofft haben von der Schlichtung, ist eingetreten. Wir haben aber den Eindruck, dass wir unsere Grausamkeiten gleichmäßig verteilt haben, sonst hätten wir nicht ein positives Ergebnis bekommen. Zur Bewertung. Wir freuen uns natürlich, dass es gelungen ist, in diesem ja auch für die Republik sensiblen Bereich der Kindertagesstätte zu einer Lösung zu kommen. Wir haben viele Mails und Anrufe bekommen, wir, das heißt natürlich nicht nur die Schlichter, sondern auch die Tarifparteien. Wir sollten nun endlich zum Ende kommen, das haben wir geschafft und ich hoffe, dass das für die Eltern von Kindertagesstätten eine gute Nachricht ist. Allerdings eine Zwischennachricht, denn die endgültige Entscheidung müssen die Tarifparteien treffen. Wenn sie sich unserem Spruch anschließen und dann einen entsprechenden Tarifvertrag schließen, ist das Thema vom Tisch. Beginn der neuen Ära mit diesem neuen Vertrag ist der 1. Juli dieses Jahres, also in einigen Tagen, und der Vertrag läuft mindestens 5 Jahre. Insoweit ist Friede im Bereich von Kita in den nächsten 5 Jahren. Wenn wir jetzt diesen Schlichtungsspruch getroffen haben, der von der Kommission akzeptiert worden ist, möchte ich eindringlich appellieren an die Tarifvertragsparteien, an den Verband der kommunalen Arbeitgeber, genauso wie an die Gewerkschaften, zügig zu verhandeln und sich diesem Schlichterspruch anzuschließen. Wenn Sie mir erlauben, würde ich gern 2 oder 3 Zahlen nennen, weil ja immer wieder gesagt wird, wie sieht das prozentual aus? Das war nicht unser Thema. Wir haben geprüft, was können wir für die einzelne Berufsgruppe tun? Für die Erzieherin mit Normaltätigkeit, Erzieherin mit schwierigen Tätigkeiten, Kinderpflegerin, Beschäftigte in der Tätigkeit der Kinderpflegerin. Und wir haben hier versucht, für diejenigen, ich sage das mal so, die ganz unten sind, für die Kinderpflegerin etwas zu schaffen, dass monatlich für jede und für jeden 50 Euro dazukommen. Wir haben für die Erzieherin der Normaltätigkeit monatliche Zuwächse von 33 bis 161 Euro. Bei den schwierigen Tätigkeiten in einem Fall sogar bis 352 Euro monatlich. Also ist eine Menge gemacht worden. Auf Nachfrage kann man da sicherlich das eine oder andere noch zu sagen. Was, glaube ich, jetzt wichtig ist, ist, dass das, was an gesellschaftlicher Diskussion, an gesellschaftspolitischer Diskussion eingeleitet worden ist, das auch entsprechend fortzusetzen. Diese Debatte, die geführt worden ist, ist wichtig. Nicht nur wenn es um die Aufwertung der sozialen Berufe geht, sondern es ist auch wichtig, immer dann, wenn Bund und Länder darüber debattieren und diskutieren und sagen, dass wir eine Bildungsrepublik sind und dass
Bildung in den Vordergrund gestellt wird, dass das nicht nur die Hochschulen und die allgemeinbildenden Schulen sind, sondern dass die Kindererziehung gleichermaßen dazu gehört. Und wenn es in den zurückliegenden Wochen eine Reihe von Debatten und Diskussionen in den Kindertagen, in unseren Städten und Gemeinden gegeben hat, zwischen Eltern, zwischen Kindern, zwischen den Vertretern der Kommunen, glaube ich, kommt es jetzt darauf an, das, was vielleicht hier und da auch an Vertrauen verloren gegangen ist, wieder zurück zu gewinnen. Und es geht, glaube ich, in ganz besonderer Weise auch darum, dass wir jetzt möglichst schnell, ich sage es noch einmal, zu einem Ergebnis kommen zwischen den Tarifvertragsparteien, damit dann wirklich Ruhe herrscht. Dass, und zwar im Sinne für die Kinder und für die Eltern, dass sie ihre Kinder und dass die Eltern wissen, dass sie ihre Kinder in eine gute Obhut geben können. Und dass wir auch dabei mitgeholfen haben, das freut uns in ganz besonderem Maße, dass wir hier in den letzten 4 Tagen gemeinsam mit den Arbeitgebern und den Vertretern der Gewerkschaften doch in einer intensiven Diskussion doch zu einem positiven Ergebnis gebracht haben.